Okay, und somit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Splatfestkämpfe vorwärts gegen rückwärts. Teil Nummer 2. Wow, dieser lange Titel. Ich habe mich jetzt für den Junior Kleckser Plus entschieden, weil, einfärben und gehen wir. Also können wir jetzt aggressiv gehen. Was hat sich der gerade gedacht? Keine Ahnung. Ich lasse ihn mal da. Das heißt, du war mein ganzer Spielstil ist jetzt wieder anders. Ja. Okay, wie war das nicht mein Kill? Das war meine Wolke und meine Schüsse. Also. Hey, ich hab die Robobombe, die haben wir auch noch nie verwendet. Sehen wir einfach so zum Spaß. Schauen, was passiert. Ich hab'n killed. Ist okay. Manchmal muss man einfach leben lassen für anderes. Wie kommt man eigentlich darauf? Bin mir nicht sicher. Ah, so. Ja. Ja, gut, tu es. Ja, Trade. Hey, wir haben die gleiche Idee. Junior Kleckser Plus. Nice. Ist ja auch erst gerade mal vor kurzem rausgekommen die Waffe. Also, ja, verwenden wir es halt. Weil, da war einer. Ich bin ein Blindfisch. Ach. Und der Kollege ja. Okay, das verfolgt mal. Das finde ich schön. So nicht. So nicht. Gut. Keine Ahnung, ob die Wolke jetzt was bringt oder nicht. Okay, ich habe einen Köten. Problem ist, schaut euch die Map an. Das tut ihr überhaupt nicht. Kollegen! Muss ich schimpfen anfangen? Oder muss ich mit mir selber schimpfen anfangen? Ist auch eine Möglichkeit. Ja! Okay, vielleicht muss ich mit mir selber schimpfen anfangen. So darf ich nicht drauf gehen. Aber, zwei Leben und die färben jetzt gerade. Trade. Trade, ist okay. In dem Fall ist okay. Well, das schaut für mich noch ein Sieg aus. Knapp, aber doch. Okay, sweet. Ja, ich mag knappe Kämpfe. Wisst was? Das, ja. War ganz okay. Wow! Okay, das war definitiv okay. Schaut euch das an. Ich bin der Einzige, der was fast was killt hat. Wenn man Vanessa jetzt einmal ignoriert, aber. Wahnsinn! Kollegen, was hab's. Die haben ja vorher auslassen. Ja, gut, noch ein Kampf. Weil, ja, wäre doch kein Highlight-Reel, wenn man sowas nicht noch ein paar Mal dann. Okay, sind wir auch schon wieder zurück in der Buckelwaldpiste für heute das erste Mal, weil wir haben eine Map-Rotation gehabt. Also, gerade jetzt eben. Und ja, dann. Da schauen wir mal, wie es jetzt in der Buckelwaldpiste ausschaut. Haben wir eh schon. Das hat aber nicht mehr gehabt, glaube ich. Ja, okay. Kurz warten. Oh. Nicht da durch. Ui, no, no, no. Oh, Glückstreffer. Oh, what the fuck? Ich hab da die Curling-Bomben gehört. Da hab ich gedacht,
wo sind die genau? Wahrscheinlich Mitte. Wollte ich schauen, wo es wirklich sind. Und dann kommt der verdammte Roller her. Wahnsinn. Und überrollt mich. Frechheit. Oh no! Der hat viel zu Range. Den lasse ich mich nicht rein. Kannst du mir mal. Au. Oh. Na, das ist gar nicht gut. Schlimmer drauf. Eigentlich. Ah, ich weiß schon, was ich vorhab. Ah, shit. Ja, wurscht. Gut. Jetzt gefällt es mir wieder. Jetzt entwickelt ich mich gerade so ein Monster, das gefällt mir. Oh yes. Nice. Oh no. Ich hab verfehlt. Was ist aus meinem Monster geworden? Nichts. Ist das safe? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach. Muss das hier sein? Die anderen zwei hast du ignoriert. Na, ein Treffer hat noch gefehlt. 1, 2, 3 und tot. Ich tue. Toll. Gehen wir nach rechts. Schauen wir mal. Na, hinter mir ist noch über nix. Jetzt vielleicht. Ja. Trade. Weil auf der anderen Seite war schon wieder einer. Aber ich glaube, das schaut nicht gut aus. Oh, na, das ist gar nicht gut. Hast du schon wieder verloren? Das gibt's doch nicht. Ja, diesmal war ich aber deutlich besser. Wie die letzten Kämpfe bisher. Aber was nicht reicht, reicht nicht. Wir haben sogar insgesamt im Team waren wir deutlich besser, aber wir haben einfach verloren. Ha, solchen gibt's. Wisst ihr was? Tu ich nicht oft einen verlierten Kampf rein. Aber der? Wow. Das gehört auch mal herzog. Man kann auch im Revierkampf verlieren, wenn man eindeutig mehr Kills hat, wie das gesamte Gegner-Team. So, Wahnsinn. Aber, hey, weiter geht's. Oha, okay, endlich ist es soweit. Zum ersten Mal Gretenkanal, sprich, naja, egal was jetzt dann passiert, egal wie scheiße ich spiele oder gut, wer weiß. Ja, den Kampf haben wir mal drinnen. Also hoffen wir mal, dass ich mich auskenne. Wie schaut die Map übrigens aus? Aha, ist das? Ja, das ist böse. Okay, das merke ich mir. Oh shit. Wo ist der Gegner hin? Man weiß es nicht. Was, der? Hast du gewusst, wo ich herkomme? Hat der echt geschaut? Nee. Kann man das einfärben? Ja, okay. Kann ja sein, dass man es braucht. Hier nicht. Ah, das ist uneinfärbbar, okay. Ich hab mich schon gefragt, warum das nicht eingefärbt ist. Was passiert da gerade? Ich habe keine Ahnung. Nice. Okay, wenigstens war da einmal ein Kill dabei. Ah, das lässt sich einfärben. Dieser. Sehr gut. Wo bin ich? Also, wenn du mir genau ins Schussfeld gehst, was soll ich da? Die nicht töten. Das war ja Frechheit. Ah, das nutze ich. Na, circa sind nicht einmal zurück.
Okay, ich hab keine Ahnung, wo ich bin, gell? Aha, da. Und schauen wir mal, was da abgeht. Eingefärbt gehört's auch. Auch wenn, in dem Fall nur ein bisschen sporadisch. Okay, gut. Oh. So nicht. Oh Gott. Hätte ich vielleicht ganz aufgesehen. Wäre das überhaupt gegangen? Ich weiß es nicht. Mhm. Got him. Okay, am Schluss nur 3. Nice. Keine Chance gehabt. Okay, ich weiß jetzt endlich, wo die Mitte ist. In der Map. Und so schlecht haben wir ja nicht gespielt. Das hat mir gefallen. Okay, Gretenkanal. Wäre eine interessante Map. Ich sag's, wie es ist. Mir gefällt's. Kann man so lassen. Na gut, ja, ein paar Kämpfe brauche ich aber doch noch, wie man sehen kann. Und ja, schauen wir mal, wie es abgeht. Hoffentlich gut. Vielleicht ist der nächste, aber den, was ich jetzt herzeige, der nächste, auch schon der letzte. Könnte er sein. Je nachdem, wie gut man geht. Okay, sind wir wieder zurück beim Gretenkanal. Okay, ja, wird schon funktionieren, vorwärts gegen vorwärts. Ziemlich ähnliche Power, gefällt mir eigentlich. Ja, dann machen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Was Schlechteres wie verlieren kann man nicht, also. Oh. Werte. Ja. Oh no. Holy shit! Wahnsinn, ja, keine Chance mehr gehabt. Na, Wahnsinn. Auf einmal beide, bam bam, und tot. Er hat mich auch geschubst. God dang it. Ja, okay, da war ich noch Pech mit gegnerischen Ultimates. Ist ein bisschen ungut. Ja, das Fahrrad, cool. Ich wollte gerade Fahrrad begutachten, Alter. Das gibt's ja nicht. Ja, wenigstens verlieren gerade die Gegner laut Papier, also. Ja, ist mir wurscht eigentlich. Das war eindeutig zu früh. Aber sowas vor. Du störst. Moment, es geht auch, dass das verschwinden kann. Das hab ich gar nicht gewusst. Na wüt. Okay, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den Kampf überhaupt ausschneiden soll, wo ich gerade scheiße spiele. Also so richtig scheiße. Weil ich merke gerade sehr viele Sachen, die was. Die was ganz neu sind. Stirbst du endlich oder was?
Okay. Ich bin echt gerade schlecht. So Frechheit. Okay, Sieg. Passt schon. Wahnsinn! Okay, da bin ich jetzt auf vieles Neues draufgekommen. Ja. Und so schlecht war ich dann auch wieder nicht. Ich hab 5 Leute gekillt und der Beste hat 6 gekillt. Ist eigentlich okay. Sehr witzig, ja. Okay, na dann machen wir noch ein paar Runden weiter und ja, wird schon passieren. Was Gutes. Wahrscheinlich. Okay, und somit würde ich euch auch willkommen heißen zum letzten Kampf des Tages im Gretenkanal. Weil wenn ihr diesen, ja, da, egal was passiert, fast, dann, ja, haben wir einen Fanclubleiter hier in unserer Mitte. Und, ja, ist nicht schlecht, oder? Ist nie schlecht, der Fanclubleiter. Ja, das war nichts von dir, Kollege. Herzön. Okay, ja, funktioniert. Boom. Probieren kann man es ja. Boom. Ich auch nur gerade. Oh shit. Was, das war nicht die? Oh no, jetzt stirb ich. What the fuck, ich stirb noch nicht. Nice! Nice assist. Aha, da ist keiner. Jetzt wissen sie, wo ich bin. Ist ganz ungut. Keine Ahnung, ob das überhaupt benötigt wird, oder? Ihr habt ihn gekillt. Ha! Gut, ja, gefällt mir. Sehr chaotisch, aber gefällt mir. Weil solange wir führen, gefällt mir es. Es ist so simpel. Solange wir führen, gefällt's mir. Muss man einmal zurückziehen lernen. Das war knapp. Okay, ja, ist gut. Und hopp. Fast. Ich wollte noch aus der Tricks, aber hat mir nicht durchgegangen. Wurscht, weil ein Sieg bleibt ein Sieg. Aber wenn wir jetzt am Schluss alle 4 gleichzeitig tot waren. Es ist egal. Schaut euch die Map an. Okay. Sehr gut. Ja. Ich glaube, würdig genug für einen letzten Kampf. Die Gegner waren jetzt nicht hurra, aber 7 Kills ist durchaus beachtenswert, glaube ich. Okay, vorwärts, Fanclubleiter. Nice. Ah, und perfektes Timing mit dem, was ich aufleveln wollte. Was will man mehr? Okay, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ja, alles, was jetzt noch überbleibt. Eigentlich sind es nur 2 Sachen, die was überbleiben. Ja, da haben wir die Forwards Power, die was ich jetzt am Schluss zusammengebracht habe. Ja, ist ganz okay. Jetzt nicht optimal, aber was soll's. Und ja, jetzt fehlt nur noch 1 Sache, die was zum Erledigen ist. Nämlich das Warten darauf, wer hat denn nun gewonnen? Team Vorwärts oder Team Rückwärts? Hey, da hinten sind dann wahrscheinlich die ganzen Links. Schrödingers Toilet Roll. Oh, cool. Do it right.
Was? Spitzis? Na, das ist eben nicht right. Alter. Ah, witzig. Ja, na, so passiert das. Und ja, ich würde somit sagen, ja, schauen wir uns mal ganz geschwind das Ergebnis an. Also, bis gleich. Hey, das sind wir wieder. Okay, das sind wir auch schon wieder beim, ja, einer Ankündigung vom Splatfest. Also, ihr wisst schon das Endergebnis. Well, die leichte Panik. Was ist jetzt wirklich passiert? Hat das Team vorwärts gewonnen oder das Team rückwärts? Also, ich bin sehr gespannt. Ich glaube vorwärts, weil einfach die Stimmen wahrscheinlich eher auf vorwärts zielen werden. Aber kann ja sein, dass das Team rückwärts besser gespielt hat. Also, finden wir es heraus. Okay, bei den Stimmen... Wow. Ja, mit sowas habe ich schon gerechnet in die Richtung. Ich hätte 60-40 gesagt, aber ja, gut. Super, ja, ziemlich eindeutig. Okay, okay, soweit so gut. Kommen wir zum Wichtigsten. Ja, ja, Beliebtheit ist nicht alles, nämlich die Siege. Also Einzel und im Duo oder Viererteam? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Viererteams braucht man da. Aber Buddha, 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 Bada, Bada, Bada. Eins, witzig. Im Ernst jetzt? Wow, ja. Okay, ja, warum nicht? Hier kommt das Endergebnis. Ich glaube, es ist jedem schon bekannt, wenn man alle drei Statistiken anschaut. Weil Stimmen sind einfach 10-mal mehr. 2-1. Yeah, die Vernunft hat gesiegt. Ja, du sprichst mir aus dem Herz, Perla. Was habt ihr getan, Perla? Wir haben den gesunden Inklingverstand verteidigt. Was sonst? Ja, ganz richtig. Das ist keine Rolle mehr sicher. Ja, wenn man Katzen hat, ja. Dann verstehe ich das rückwärts. Aber sonst vorwärts, immer. Und ihr habt uns zum Untergang. Verdammt, na geil. 2, alles wird gut, ja. Da hast du recht. Und noch habe ich Zeit, mein Bart zu sichern. Ja, das stimmt allerdings. Okay, naja, wie üblich die Preise und ja, Arenen gibt's auch noch. Das werden wir übrigens in der nächsten Folge spielen. Also, kriegst du schon mal die Vorankündigung, was spiele ich beim nächsten Mal? Nämlich Turm Commander in der Pokalwaldpiste und Helbothafen. Ja, okay, warum nicht? Probieren wir mal. Ja, okay, na, jetzt zahlt's mich, weil Sieg. Irgendwie war's eh klar, aber... Oder das soll ich auch noch tun. AOW. Okay, viel zu tun hier. Aber, na, schauen wir mal. Tentacool, yeah. Ich mag das Intro irgendwie. Aber skippen sollte man irgendeine Option dazu hinzufügen, weil manchmal stört das. Okay, haben wir es geschafft. Turmkommando kommt als nächstes und ja. Team Vorwärts hat gewonnen. Sehr nice. Okay, ja, dann würde ich sagen, ja. Ich glaube, ich habe alles erledigt, was zu tun ist. Welche Waffe muss man auch noch aussuchen und da was futtern. Und ja, ich bedanke mich somit bei euch allen fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Und fertig.